Hallo und willkommen bei Muskelwetter. So, ich bin heute mal wieder auf der Isle of Skye unterwegs. Ich habe die neue Abfüllung von Torravaig hier auf dem Tisch, nämlich den Torravaig Knocknamoin. Es ist die dritte Abfüllung aus der Serie hin zu, ich glaube, irgendwann einem 10-Jährigen. Also wir haben The Legacy Series Chapter Number 3. Der erste war der 2017 Legacy Series, der steht da oben in der Ecke. Dann hatten wir den Old Glean. Dann hatten wir jetzt vor kurzem den Old Glean Batch Strength. Den habe ich noch nicht verkostet, der steht noch da unten. Das Video muss auch noch kommen. Der war aber, glaube ich, exklusiv für Deutschland, bin ich mir gar nicht sicher. Und jetzt eben der Knocknamoin ganz neu in Deutschland raus. Karton ist größer geworden, aber weicher, dünner, wirkt irgendwie labbriger. Dafür gibt es hier so einen Flaschenhalshalter. Ihr seht, die Flasche ist leer, so gut wie. Der Jeremy hat die geteilt und hat mir netterweise ein Sample übrig gelassen. Ein Dram, also es ist wirklich noch so anderthalb Drams. Aged in American Oak, Oloroso, Pedro Jimenez and ex Bourbon Barrels. Bourbon Casks. 46% Alkohol. Drei Etiketten vorne, eins hinten, oben eckig. Unten rund, ihr kennt das. Das erklärt den Preis. Aber Preis ist ein lustiges Thema. UVP der Flasche liegt bei 64,90. Aber man findet ihn online ab 55 Euro. Also da scheint es doch einen größeren Spielraum zu geben beim Preis. Wo das herkommt, kann ich euch nicht sagen. Ordentlich Rauch. So, ich bin da nicht ganz so firm drin. Ich muss gestehen, ich habe eben das Video von Manuel von Angel Share Whisky gesehen. Zumindest angefangen. Viele Grüße an der Stelle. Und er sagte, die Editions lösen sich gegenseitig ab. Also der Old Glean hat ja den 2017er abgelöst. Das war klar, weil der 2017er war ja im Prinzip dieses Inaugural Release. Okay. Und jetzt soll der Knocknamoin den Old Glean wohl ablösen. Also wenn ihr davon noch eine Flasche haben wollt, solltet ihr euch zeitnah eine holen. Aber das, wie gesagt, habe ich jetzt nur da aufgeschnappt. Da weiß ich nichts Genaueres zu. Was ich weiß, ist, dass hier das erste Mal Sherryfässer mit im Spiel sind bei Torravaig. Farbe ist trotzdem, finde ich, relativ hell. Bin mal gespannt. Nase hat eine deutliche Rauchnote. Der Rauch steht sofort im Raum. Ich habe einen aschigen, rußigen Lagerfeuerrauch. Aber so eine ganz subtile, süße Frucht kommt da doch mit durch. Ich überlege gerade noch, in welche Richtung das geht. Also aktuell ist es noch zu schwach, um es greifen zu können. Im Moment steht der Rauch noch deutlich im Vordergrund. Es ist jetzt auch mein erster Whisky heute. Hat eine sehr schöne Rauchnote, ist angenehm zu verriechen, wenn mir persönlich auch ein bisschen zu dominant. Alkohol ist auch gut eingebunden, merkt man an der Nase auch nicht so viel von.
Also ich krieg noch so ein bisschen so eine leichte Keksteignote und so eine, wie gesagt, so eine subtile Fruchtnote, wo ich gerade noch nicht sicher bin, geht das in Richtung einer Orange oder geht das in Richtung einer Himbeere? Ich tendiere eher zu Orange. Beziehungsweise generell mediterranen Zitrusfrüchten. Ja, ich würde sagen, wir probieren mal, oder? Zum Wohl. Hat erstmal ein schönes Mundgefühl. Verteilt sich schön im Mundraum. Dann schluckt man ihn runter, man hat sofort den Rauch. Aber so nach dem Runterschlucken ist er sofort weg. Also man hat keinerlei Schärfe, man hat keinerlei Würzigkeit, keinerlei Spiciness. Man hat diese Rauchnote. And that's it. Also... Wie gesagt, das ist mein erster Schluck Whisky heute. Gerade beim ersten Schluck brauche ich meistens irgendwie so einen Moment, um mich mal dran zu gewöhnen. Gar nichts. Der ist. Also ich habe jetzt noch so Ansätze des Rauchs im Mund. Ansonsten ist der komplett weg, der Whisky. Das ist... Puh. In der Nase lichtet sich jetzt so langsam die Rauchnote. Es kommt die Orangennote. Es kommt vielleicht noch so eine ganz leichte Ledernote dazu, würde ich sagen. Na. Trotzdem bleibt die Rauchnote präsent. Ich finde sie angenehm zu verriechen, muss ich sagen. Also wie gesagt, ich finde, er hat ein sehr schönes Mundgefühl, wenn man den so im Mundraum hin und her schiebt und versucht, so in allen Ecken zu verteilen, ist er ganz angenehm. Und wenn man ihn dann runterschluckt, dann kriegt man eine Rauchnote, man kriegt kurz so einen leichten Spiciness vorne auf der Zunge, wie gesagt, die Rauchnote, und dann schluckt man ihn runter, aber spätestens hinten am Rachen, bis hin im Gaumen, am Hals, alles weg. Der ist, also geschmacklich muss ich sagen, leider bisher der schlechteste Torrevieja, den ich habe. Die Nase gefällt mir ganz gut. Verspricht auch einiges. Und den Geschmack. Ich weiß nicht, woran es liegt, ehrlicherweise. Habe ich bis jetzt sehr, sehr selten gehabt, dass man den runterschluckt und der einfach sofort weg ist. Klar, so ein bisschen der Rauch bleibt auf der Zunge liegen. Aber ansonsten... Also, grundsätzlich ein leckerer Whisky. Macht man eigentlich jetzt erstmal nichts mit falsch. Die Nase gefällt mir zumindest sehr gut. Aber um sich mit dem zu beschäftigen... taugt der nix, weil der halt nach 2 Sekunden weg ist auf der Zunge.
Und da muss ich sagen, da wäre ich dann auch für 55 Euro schon zu geizig. Ja, also geschmacklich habe ich diese Lagerfeuerrauchnote, dieses leicht aschig-rußige, ein bisschen Pfeffer vielleicht und danach ist der Mundraum tot. Dann ist nichts mehr los im Mund, an den Wangen, auf der Zunge. Das ist sehr, sehr, sehr schade, weil das Aroma wesentlich mehr versprochen hat. Weder die Orangennote oder Himbeernote oder Pfirsichnote oder auch diese Ledernote finde ich nichts mehr von wieder, finde ich total schade. Ja, also an der Nase hätte ich noch gesagt, okay, man erkennt so zumindest Anklänge vom Sherry, man hat was Fruchtiges mit dabei, man hat die Ledernote mit dabei. Ist jetzt kein Sherry-Brett, aber muss es ja auch gar nicht sein. Aber im Geschmack taucht einfach nichts mehr davon auf. Also man hat wirklich diese Rauchnote, die sich wie so ein Belag auf die Zunge legt, die dann auch ein bisschen länger bleibt. Aber ansonsten ist halt einfach nichts an Aromen da. Und das, muss ich sagen, finde ich sehr schade. Und dafür ist es mir mein Geld dann einfach nicht wert. Schade. Also hatte ich echt mehr von erwartet, von diesem Whisky. Weil ich eigentlich Torravec ziemlich gerne mag. Weil ich die Rauchnote von Torravec gerne mag und weil ich bis jetzt die Abfüllungen von denen auch nicht schlecht fand, muss ich sagen, der, schade, gerade der, wo es erstmal interessante Fässer zum Vorschein gekommen sind, ja, holt mich nicht ab, enttäuscht mich. Gut, aber da lässt sich auch nichts schönreden. Was soll ich machen? Ich bin ehrlich zu euch, mich holt er nicht ab, ich brauche ihn nicht. Auch wenn er gute Ansätze hat und ich weiterhin der Meinung bin, dass Torravec in den nächsten Jahren bestimmt richtig gutes Zeug auf den Markt bringen kann, der war für mich leider ein Griff ins Klo. Gut. Ich hoffe, ihr könnt mit dem Video was anfangen. Ich hoffe, ihr könnt euch, habt da irgendwie eine Einordnung, wie ihr mein Geschmacksempfinden zu deuten habt. Und es konnte euch irgendwie helfen, bei einer Kaufentscheidung oder was weiß ich nicht was. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Video mit einem Daumen nach oben belohnt, auch wenn ich den Whisky jetzt nicht ganz so gut bewertet habe. Nichtsdestotrotz würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das Video entsprechend liked, den Kanal abonniert und gegebenenfalls beim nächsten Mal wieder einschaltet. Würde mich sehr freuen, euch wiedersehen zu können. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.